Ja Leute, willkommen zurück zu Pokémon Karmesin. Ich bekomme wohl einfach nicht genug von dieser Generation. Sie ist wirklich was ganz Besonderes. Leute, der zweite Teil des DLCs, der Schatz von Zone 0 ist da. Die indigo-blaue Scheibe. Und da bin ich mit euch natürlich direkt am Start. Und wir stürzen uns in diesen neuen Content. Gut, wo sind wir denn zuletzt stehen geblieben? Sieht aus, als wären Ladezeiten wirklich harte Zeiten. Bring, ring! Hallo, Let's Play Markus, hier spricht Clavel. Hättest du gerade etwas Zeit oder kommt mein Anruf ungelegen? Beides, ne? Es ist mal wieder keine Wahl. Hallihallo. Oho, du wirkst aber gut gelaunt, das freut mich. Ich möchte dich nicht zu lange aufhalten, daher komme ich gleich zur Sache. Ich rufe an, weil ich dir ein besonderes Angebot unterbreiten möchte. Ist dir die Blaubeerakademie in der Einallregion ein Begriff? Ja, wir waren doch mit denen zusammen auf dem Ausflug in die Kitakami-Region, Mensch. Richtig, du hast dich ja zusammen mit Schülern der Akademie auf eine Exkursion begeben. Der Direktor besagter Blaubeerakademie ist jedenfalls ein alter Freund von mir. Ist es eigentlich möglich, Teil 1, also die türkisgrüne Maske auszulassen? Ich glaube nicht, ne? Du musst das spielen, damit es jetzt hier weitergeht. Er möchte dich dort als Austauschschüler willkommen heißen. Ich denke, das wäre eine grandiose Gelegenheit, deinen Horizont zu erweitern und mehr über die Welt zu erfahren. Betrachte es als eine Herausforderung, an der du noch weiter wachsen kannst. Allerdings frage ich mich schon, warum er gerade dich dazu auserkoren hat. Ich würde vorschlagen, dass du dich zumindest mal mit ihm triffst und ihn nach seinen Beweggründen fragst. Er ist recht exzentrisch, aber mach dir keine Sorgen, ich werde auch vor Ort sein. Bitte komm in mein Büro, wenn du eine Entscheidung getroffen hast, dann können wir alles weitere besprechen. Nun denn, ich will dich nicht weiter stören, du hast sicher viel zu tun. Gib weiterhin gut auf dich Acht. Okay. Ich habe wohl hier bei einem Pokémon Center in der Hauptstadt gespeichert. Ich hätte fast Stratos City gesagt. So, ich soll mal kurz zur Akademie rüber schwappen. Ah, hier geht's lang. Rentierung, jawohl, die Treppe, die könnte man... Alter, richte doch mal einen Aufzug ein. Muss wirklich. Barrierefrei ist was anderes. Schön beleuchtet hier, wie das Schloss von Versailles oder sowas. So, wir müssen draußen bleiben. Und dann los. In diesem Let's Play wird das Abenteuer dann auch ein Ende nehmen. Nanu, erspähe ich da ein bekanntes Gesicht? Dich habe ich doch schon einmal gesehen. Hm, wer warst du noch gleich? Ich heiße Markus. Ach, ja, richtig, Let's Play Markus. Aber klar, das wusste ich natürlich. Nun, fackeln wir mal nicht lange, lass uns aufbrechen. Einen Moment bitte, Direktor Kiano. Ja, schau mal eine an. Klar, wie altes Haus. Du hier? Gut siehst du aus. Natürlich bin ich hier. Ich bin hier der Direktor und nenn mich nicht so vor Schülern. Hatten wir uns außerdem nicht darauf geeinigt, dass wir uns in meinem Büro treffen? Ach ja, das muss mir entfallen sein. Aber SpongeBob drüber. Es ging doch ohnehin um diesen Schüler, oder nicht? Das mag schon richtig sein, aber... Verzeihung, Let's Play Markus, du bist sicher gerade etwas verwirrt. Ach, das ist nichts Neues. Das ist Ciano, der Direktor der Blaubeerakademie. Er ist derjenige, der dich für den Schüleraustausch gewinnen möchte. Jawohl, der Direktor, das bin ich. Hatte ich das noch nicht erwähnt? Seine Reaktion nach zu urteilen, hattest du das wohl versäumt. Aber apropos, aus welchem Grund hast du ausgerechnet Let's Play Markus als Austauschschüler auserkoren? Bin halt Legende. Ha, gute Frage, Klavi. Nun ja, also die Sache ist die. Oh, zieh den Hut wieder auf. Was war noch gleich der Grund? Besser. Ach ja, richtig. Kitakami. Er war doch auf der Exkursion dort mit einer unserer Schülerinnen unterwegs, nicht wahr? Hanna. Ich glaube, sie heißt Hanna. Sie hat dich jedenfalls empfohlen. Und jetzt, wo du so vor mir stehst, ja doch, du hast mich überzeugt. Womit? Oha, du siehst also auch Potenzial in ihm.
Als Austauschschüler würdest du sicher frischen Wind in unsere Akademie bringen. Keanu verfügt über eine gute Menschenkenntnis, das muss man ihm lassen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du die Blaubeerakademie besuchen und dort neue Erfahrungen sammeln würdest. Natürlich nur, wenn du das auch möchtest. Möchtest du? Sieh es als eine Erweiterung deiner Schatzsuche an. Gerne würde ich es selbst begleiten, aber mit Direktor Keanu an deiner Seite solltest du gut betreut sein. Davon kann ich auch ausgehen. Aber sicher keine Sorge. Ich hoffe, diese Erfahrung öffnet dir den Weg zu einem neuen, kostbaren Schatz. Nun denn, ich wünsche dir eine gute Reise. Du siehst so ein bisschen shady aus. Ich treue mich. Ich weiß nicht. Der erste Eindruck ist oft viel wert und irgendwie hast du es nicht geschafft, mich mit dem ersten Eindruck zu überzeugen. Aber umgekehrt war es wohl der Fall. Sag mir einfach Bescheid, wenn du dich auf den Weg zur Blaubeerakademie machen möchtest. Du, Kumpel, mich hält hier nix. Ich will hier so schnell wie möglich weg aus Paldea. Na, bist du bereit, zur Blaubeerakademie aufzubrechen? Also dann, auf geht's. So, man hat mir gesagt, ich soll nicht mit fremden Männern mitgehen, aber genau das mache ich jetzt. Der Schatz von Zone 0. Teil 2. Die Indigo-blaue Scheibe. Nächstes Jahr werden die Teile 3 bis 8 angekündigt. Freut euch schon mal drauf. Tada, da wären wir. Sieht halt schon abgespaced aus. Herzlich willkommen an meiner geliebten Blaubeerakademie. Was du hier siehst, ist der Eingangsbereich. Fast alle übrigen Teile der Akademie befinden sich unter Wasser. Ist das nicht fantastisch? Ich denke, das ist vor allen Dingen gefährlich. Und das ist noch nicht alles. Siehst du, wie herrlich blau hier alles ist? Wir haben uns stark vom Farbton der Blaubeere inspirieren lassen. Ich dachte schon, vom Wasser wäre halt unrealistisch. Wasser ist gar nicht so blau. Mal sehen, was noch. Hast du vielleicht erstmal Fragen an mich? Warum ist die Akademie unter Wasser? Oh, du stellst da mal komische Fragen. Wohl berechtigt. Nun ja, also, das ist so. Ich habe gehört, dass die Akademie eine Anlage am Meeresboden angeschlossen ist, die der Ressourcenentwicklung dient. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Du bist wirklich gut informiert, Tara. Ich muss irgendeinen Wagenwitz bringen. Ne, Tara und Brutto Netto. Ach, nicht der Rede wert. Und wen haben sie dabei sich? Ein Gast? Ganz recht, das ist Let's Play Markus. Er ist zum Austausch hier. Ich bin sicher, ihr werdet euch prächtig verstehen. Was? Ist das etwa der Schüler aus Paldea, von dem ich gehört habe? Hast du einen Handschuh an oder was war da mit den Händen? Entschuldige, ich sollte mich zuerst vorstellen. Mein Name ist Tara. Ich bin im zweiten Jahr hier. Es ist recht selten, dass sich Direktor Siano den Namen eines Schülers merkt. Also muss echt was Besonderes sein. Oh je, ertappt. Oh, aber wo du gerade hier bist, Tara, wieso stellst du unserem Neuankömmling die Akademie nicht etwas genauer vor? Wie bitte? Ich soll das machen? Deiner Erklärung kann man vermutlich mehr trauen als meinen. Das mag sein, aber es gibt doch sicher jemanden, der geeigneter dafür ist als ich. Passt schon, mach das doch. Oh, bitte versteh mich nicht falsch, das hat nichts mit dir zu tun. Ach, wahrscheinlich heute nicht ausreichend geduscht. Direktor Siano hat nur die Angewohnheit, Arbeit auf andere abzuwälzen. Das ist ein absolutes No-Go! Uff, ich bitte dich um Gnade. Andererseits wäre es schon cool, den berühmten Let's Play Markus besser kennenzulernen. Autogramme gibt's später. Na gut, was soll's, ich kümmere mich drum. Nein, also um es nochmal auszusprechen, wir haben uns ja einen Namen gemacht, ne? Also wir waren ja wohl wirklich, wir sind der Champ im Endeffekt in der Paldea-Region. Wir haben halt wirklich mit den legendären Pokémon auf Kitakame zu tun gehabt. Also eigentlich sind wir wohl Promi der Stunde. Grandios. Also dann gehen wir einfach geradeaus weiter in Richtung Eingang. Okay, gucken wir uns um. Und deswegen gucke ich erstmal hinter mich.
Und da gibt es ja tatsächlich noch ein paar Sachen. Okay, ich kann hier nicht auf Koraidon reiten. Warum nicht? Ihr müsst euch an den Anblick gewöhnen. Alter, da war ein Wingull. Sollen wir es uns zurückholen? Ich habe was vergessen. Ja, andersrum gelesen wäre sinnvoller gewesen. Willkommen an der Blaubeerakademie. Es ist nicht übel. Ist nicht übel, mit einer U-Bahn und einem Unterseefahrstuhl zur Schule zu kommen, oder? Sag mal, da waren eigentlich 3 Fragen zur Auswahl. Warum wurden nicht alle 3 erklärt? Ich dachte, ich muss sie abarbeiten. Haha! Es entwickelt sich einfach nicht. Du musst es kämpfen lassen. Hätte ich mal gucken können. Ich dachte, ich muss sowieso alles. Und vor allen Dingen, die Frage wurde nicht beantwortet. Warum ist es unter Wasser? Warum? Wenn wir ins Polarareal gehen, müssen wir uns warm anziehen, sonst erkälten wir uns noch. In welchem Areal findet nochmal der nächste Unterricht statt? Kommt zu spät, wir müssen jetzt lang. Die Sonnenuntergänge, die man von dieser Brücke aus sehen kann, sind übrigens gigantisch. Lauf einfach weiter geradeaus, bis du zum Eingang kommst. Bei der Mission neulich habe ich... Ich lausche dir bei dem Telefonat. Okay, lassen wir uns auf uns wirken, hinterfragen wir das nicht weiter. Ja, und sein Name ist Cyan. Ich weiß, jetzt spreche ich bestimmt falsch aus, ne? Ist halt auch Englisch für Türkis, oder? Ist das nicht Türkis? Ein Tentara! Was? Wo? Ich sehe nur etwas grobe Texturen. Egal, wie viele Pokébälle ich auch habe, sie reichen einfach nicht aus. Dann sammle doch bei einigen Missionen BP und kauf dir davon bessere Bälle. An unserer Akademie? Ich guck mir erstmal deinen Bluebeller an. Bist du der Austauschschüler? Sehr stark siehst du aber nicht aus. Ohne starke Pokémon kommt man nicht weit in unserer Akademie. Was habe ich eigentlich für Latschen an, Alter? Das muss ich mal ändern. Ich will BP. Ich auch. La la la, davon will ich nichts hören. Also für den Test muss ich. Wird hier gekämpft oder was wird das? Da war ein Magma, das sehr entschlossen dreinblickte. Irgendwie ein komischer Ort für so ein Kampffeld. Einfach so vor dem Eingang oder vor dem Pokémon Center. Das hier ist der Eingangsbereich der Blaubeerakademie. Diese Schule legt großen Wert auf Pokémon-Kämpfe, musst du wissen. Hier auf dem zentralen Kampfplatz finden unter anderem offizielle Kämpfe statt. Ist er unbenutzt, steht er allen Schülern zur freien Verfügung. Du solltest hier also öfter Gelegenheit haben zu kämpfen als in anderen Schulen. Ja, ja, ganz genau so ist es. Mit ihnen im Nacken wird die Sache nicht unbedingt leichter, Direktor Cyano. Wo war ich? Ach ja, die Meeresbrise ist sehr angenehm. Deshalb verbringen viele Schüler ihre Pause auf den Zuschauerplätzen, selbst wenn gerade kein Platz, Kampf stattfindet. Oh, es gibt... Weißt du, den ihre... Was hat die da eigentlich im Haar? Ich denke immer, das sind so Elfenöhrchen. Ich denke, wir haben hier eine kleine Zelda gegenüberstehen. Es gibt da noch eine andere Sache, besondere Sache in unserer Schule. Halt dich fest! Wilde Pokémon Terra kristallisieren sich hier manchmal. Was du nicht sagst. Und keiner weiß warum, nehme ich an. Oh, stimmt ja. In Paldea ist sowas ganz normal. So ist es. Das Phänomen der Terra-Kristallisierung wurde in Paldea entdeckt. Wir haben aufbauend auf dem Terra-Kristall-Orb unsere ganz eigene Technologie entwickelt, mit der sich die Terra-Kristallisierung kontrollieren lässt. Und jetzt willst du doch bestimmt wissen, wie wir das erreicht haben, oder? Hau raus. Ich glaube, die Erklärung ist leichter zu verstehen, wenn wir uns unten befinden. Meinen Sie nicht auch? Ach, du denkst wirklich an alles. Oh, ich hätte eine tolle Idee. Wie wäre es, wenn ihr beiden gegeneinander kämpft? Zusammenhang? Wollt noch gerade was gucken? Was, jetzt sofort? Jetzt sofort. Ich würde gerne sehen, was Let's Play Markus so drauf hat. Terra ist ein Mitglied der Top 4 unserer Liga AG, musst du wissen. Außerdem ist ihr Vater ein Arenaleiter der Einallregion. Was wäre? Von den Haaren her kann ich mir nichts herleiten, um ehrlich zu sein, oder? Von ihr kannst du sicher etwas lernen. Hey, sie plaudern hier einfach so persönliche Informationen über mich aus. Das ist ein absolutes No-Go. Das macht die häufiger, ich sehe schon. Die Animation wollten die nutzen, ich verstehe. Ich schaue mir euren Kampf gleich aus nächster Nähe an. Hoho. Bitte entschuldige, wenn Direktor Cyano sich etwas in den Kopf gesetzt hat, kann man ihn nicht mehr davon abbringen. Aber um ehrlich zu sein, bin ich jetzt auch ein bisschen gespannt auf unseren Kampf. Hier an
der Blaubeer-Akademie werden hauptsächlich Doppelkämpfe ausge... Das ist nett. Mal sehen, wie du dich darin schlägst. Viel Erfolg! Das freut mich. Dann machen wir Doppelkämpfe. Let's go. Wir können wohl gespannt sein, was für Pokémon sie hat. Von den Leveln her sind wir bestimmt überlegen. Tara fordert dich heraus. Ja gut. Die Doppelkampf-Pokémon schlechthin. Blustle und Minun. Das macht Sinn. Als Vertreterin der Blaubeer-Akademie darf ich mich nicht vor dir blamieren. Denn ich werde das Preisgeld abkassieren. Ja, dann mach doch Erdbeben, ne? Gegen mein Voltrian bringt's ja sowieso nichts. Typ Flug. Also schauen wir doch mal. Ja, ihr wisst ja, was in dem DLC alles so auf uns zukommen wird. Man kann die ganzen Starter-Pokémon aller Generationen fangen. Ich verstehe. Du greifst also gezielt die Typenschwächen deiner Gegner an. Findest du das nicht sinnvoll? Und wir können sehr, sehr, sehr viele legendäre Pokémon fangen. Also das wird auch hier nützlich sein, um... Naja, den Pokédex halt so gut es geht zu füllen, ne? Alle, die da gerne noch ein bisschen mehr haben möchten. Ich bin vor allen Dingen gespannt auf die Story. So, hier Erdbeben, nur für dich, Blustle. Die Frage, hat sie noch mehr? Wäre wünschenswert. Meine Plus-Minus-Taktik ist wohl nicht aufgegangen. Da bleibt mir wohl noch rohe Gewalt. Und bist du nicht willig, so schall brauche ich Gewalt. Warum ist das Stalobor so winzig? Was ist das denn? Und das ist das letzte Pokémon, das du auf Lager hast. Das tut mir leid. Einerseits ist Voltrian jetzt wirklich kein gutes Pokémon gegen ihre... Wow, nicht schlecht. Andererseits wird es nicht durch die ganzen Erdbeben verletzt. Würde ich sagen, gut gelaufen, wie es ist. Uff, der Angriff hat gesessen. Mal sehen, wie ich das wieder rausreißen kann. Ja, scheinbar gar nicht. Du hast doch kein weiteres, oder? Sonst hättest du doch schon in den Kampf geschickt. Tara wurde besiegt. Die Waage steht wieder auf Null. Oh, ein überwältigender Sieg. Das ist die Macht. Der Orangenakademie. Wahnsinn! Du weißt wirklich, wie man kämpft. Ich hätte nur gerne gesehen, wie jemand aus dem Heimatland der Terrakristallisierung sie einsetzt. Hier an der Blaubeer-Akademie wurden erst vor kurzem Terrakristall-Orbs verteilt. Vielleicht wirst du mir ja noch ein paar Tipps geben können. Warum hast du es nicht eingesetzt? Gut gemacht, ihr beiden. Ein wahres Spektakel von einem Kampf war das geht. Ach ja, ich habe übrigens auch eine Schuluniform für dich. Hier, probier sie doch mal an, dann fühlst du dich bestimmt gleich als Teil unserer Akademie. Ja, ich sollte mich angemessen kleiden. Das ist wohl wahr. Gut, dann laufe ich jetzt so rum. Warum hat sie eigentlich so einen Wollmantel an, als wäre sie eine Kindergärtnerin? Ich weiß auch nicht. Sie steht dir super. Schneidig siehst du aus. Nimm doch bitte auch noch das hier an dich. Du hättest eine blaue Style-Karte. Neue Frisuren, oder was? Yo! Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Mit dieser Karte kannst du in den Kleidergeschäften und Friseursalons von Paldea noch mehr Auswahl haben. So, jetzt wo du so richtig zu uns gehörst, wollen wir mal weiter ins Innere der Akademie. Du kannst dir an den Schranken dort drüben aussuchen, wohin du möchtest. Dann bekommst du auch die weltberühmte Terrakuppel der Blaubeer-Akademie zu sehen. Ja, ja, voll Bock. Willkommen an der Blaubeer-Akademie. Durch die Schranken links und rechts gelangst du in die verschiedenen Bereiche der Akademie. Wohin möchte ich gehen, Terrakuppel? Ein Naturpark unter Wasser, in dessen vier Arealen man auf eine Entdeckung gehen und Pokémon studieren kann. Das ist alles unter Wasser? Ja gut, die hat die Frage ja beantwortet, ne? Weil irgendeine Energieressource ist und deswegen wurde die Schule da gebaut, aber Bruder... Weil ich ja gesagt habe, die hat die Frage nicht beantwortet. Eigentlich hat sie die schon, aber hat mir nur mehr Rätsel und Fragezeichen aufgegeben als wirkliche Antworten.
Okay, gehen wir jetzt hier so einen Wasserpark runter. Ja, wenn ihr euch sicher seid, dass alles hier safe ist, ich meine, guckt euch an, was vor einigen Monaten da irgendwie in einem Hotel passiert ist mit dem riesen Aquarium. War das in Berlin? Ist einfach geplatzt, ne? Und generell so unter Wasser würde ich mich nicht wohlfühlen. Vor allem, wenn es einfach nur so eine Kuppel ist. Jetzt sieht es aus, als wären da Wolken. Ich verstehe das nicht so ganz. Aber das ist nicht die indigo-blaue Scheibe. Was man zunächst denkt oder denken könnte. Das hier ist der Stolz der Blaubeerakademie, der weltberühmte Unterwasser-Naturpark. Die Terra-Kuppel. Alles künstlich. Ist doch kaum zu glauben, dass wir uns unter der Meeresoberfläche befinden, oder? Da Projektionen an die Wände und die Decke geworfen werden, könnte man meinen. Boah, so, das sind die Wolkenprojektionen. Wir seien oben im Freien. Hier werden die optimalen Lebensräume für verschiedene Pokémon künstlich erzeugt. Das habe ich übrigens alles selbst entworfen. Das war nicht billig. Das darfst du mir glauben. Wo haben Sie das Geld her, Direktor? Aber wozu? Mach doch was mit Luft, mit Sonnenlicht. Ich verstehe nicht, warum man das unter Wasser machen sollte. Im Inneren der Kuppel gibt es 4 Areale. Hier siehst du das subtropische Savannenareal. Rechts davon ist das leicht baggende Küstenareal, das eher tropisch angehaucht ist. Mehr Grafikglitches gibt es auf der linken Seite mit der zerklüfteten Canyon-Areal. Oh, die Textur links, Bruder. Und auch da zwickt und zwackt es an allen Enden. Zum Schluss gibt es da hinten noch das schneebedeckte Polarareal. Das ist doch Wahnsinn, dass die das nicht mal hinkriegen. Guck mal, du startest das Spiel normal und die machen einen Kameraschwenk, um dir zu zeigen, wie toll das aussieht. Und dann mal plam, plam, plam. Das ist doch nicht mehr, dass die auch noch das absegnen und sagen, ja, ja, veröffentlichen. Ich raff das nicht. Es sind so die kleinen Sachen. Das ist denen komplett egal. Oder sie können es nicht. Die Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden in jedem Areal strengstens reguliert. Daher tritt man in den 4 Bereichen völlig verschiedene Pokémon an. Ganz schön ausgetüftelt, was? Aber die Pokémon müssen doch auch künstlich angesiedelt worden sein. Welches Areal interessiert dich am meisten? Fangen wir mit der Savanne an, oder was? Das ist das Areal mit der größten Ähnlichkeit zu seinem natürlichen Gegenstück. Es gibt kaum etwas, das einem die Sicht versperrt. Daher kann man dort sehr leicht Pokémon in freier Wildbahn beobachten. Wenn du deine Pokémon wieder aufpäppeln willst, stehen die hier im Inneren der Kuppel sogenannte Heilomaten zur freien Verfügung. Heilomaten? Und nun eine Frage an Sie, Direktor Siano. Wie kommt es, dass an der Blaubeerakademie wilde Pokémon Terra kristallisieren und Kristalle entstehen? Das soll ich beantworten, aber das weißt du doch sicher selbst. Ich verstehe schon, ich soll auch mal was zu der Tour beitragen. Ja, also der Grund dafür hängt an der Decke. Schaut mal nach oben. Eine Disco-Kugel! Das, was am künstlichen Himmel prangt, ist der Kuppelkern. In ihm befindet sich eine Flüssigkeit, die mit einer speziellen Substanz aus Paldea versetzt ist. Er strahlt kontinuierlich Terrakristallenergie aus und ermöglicht so innerhalb der Kuppel die Terrakristallisierung. Ganz genau, eine wunderbare Erklärung. Muss ich es gerade erwähnen? Was ist eigentlich diese spezielle Substanz im Kern der Kuppel? Dazu gibt es keine öffentlichen Informationen, oder? Tja. Jetzt habe ich doch gleich selbst vergessen, worum es sich dabei handelt. Dabei hätte ich Brianna überlassen, deswegen kenne ich mich damit nicht so gut aus. Habe ich es mir doch gedacht. Ding, dong, dang, Pause. In Kürze beginnt der Praxisunterricht im Küstenareal. Alle teilnehmenden Schüler werden gebeten, sich im Küstenareal zu versammeln. Wie es aussieht, fängt der Unterricht gleich an. Das ist doch perfektes Timing. Hättest du Lust, gemeinsam mit mir einen ersten Eindruck von unserem Akademiekursen zu bekommen? Let's go. Dafür bin ich hier, I guess. Hey, du bist wissbegierig. Das gefällt mir. Ich registriere mal schnell die Karte für die Kuppel auf deinem Smart-Router. Mit der goldenen Handyhülle. Die Karte der Terra-Kuppel wurde deiner Karten-App hinzugefügt. Meiner Meinung nach macht es mehr Spaß, die Terra-Kuppel im Alleingang zu erkunden. Eine Führung, bei der man jemand anderen folgen muss, wäre da wahrscheinlich eher lästig. Gut, dann treffen wir uns gleich beim Unterricht im Küstenareal. Da findest du mit Sicherheit hin. Na, ihr scheint ja auch ohne mich bestens zurechtzukommen. Wie bitte?
Wir haben dir bereits ein Zimmer eingerichtet, Let's Play Markus. Schau es dir doch mal an, sobald du etwas Zeit hast. Ach, und öffne doch mal bitte kurz deine Pokédex-App. Oha, die wird's krass erweitert. Der Pokédex wurde um den Blaubeer-Pokédex erweitert. Dann lass es mal ordentlich krachen und fang jede Menge Pokémon in der Terra-Kuppel. Ich wünsche dir viel Erfolg hier in unserer Blaubeer-Akademie. Jetzt ist er wirklich einfach gegangen. Aber mach dir keine Sorgen, auf mich kannst du dich verlassen. Los, gehen wir zum Unterricht. Ich warte am Küstenareal auf dich. Na, du gehst auch einfach weg. Lass mich alle hier stehen. Mitten in diesem komischen Ort. Winke, winke. Gut. Einfach an den Tetris-Blöcken vorbei. Da sind wir also. Werden wir erstmal reingeschmissen hier. Da kann man sich aber auch orientieren. Auch das erinnert mich halt so ein bisschen an Tribute von Panem. Wer das gesehen hat. So, und ja, wer möchte, kann sein Pokédex jetzt bis zum Zerbersten füllen. Vielleicht müssen wir das wieder für irgendeine komische Mission machen. Oh wei, oh wei, oh wei. Du, das ist ja wirklich Safari-Zone hier. Wagen wir einen kurzen Blick. Gibt so viel zu erkunden und zu entdecken, aber ich bin immer noch der Meinung, und das darf man nicht vergessen, Pokémon Karmesin Purpur sind ein Rückschritt von Pokémon Legenden Arceus, wo man die Pokémon einfach fangen konnte, indem man hier die Bälle auf sie wirft. Das hat so ein schönes Gefühl gebracht für mich. Sichler! Das ist erstmal der Bildschirm 2 Sekunden eingefriest und jetzt nochmal eine Sekunde, weil das ist ja ein Kampf gegen Rihorn. Vermutlich sind zu viele andere Pokémon gerade auf dem Bild. Vermutlich das. Ja, es wirkte von Beginn an so, ey, diese Lags hin und wieder. Dass die indigo-blaue Scheibe einfach so ein Areal ist, um mehr Pokémon zu entdecken und zu fangen. Schlamm, überall Schlamm! Lass mal kämpfen. Es macht so viel Spaß, sich im Schlamm zu wälzen. Du wirst gleich herausfinden, warum. Das ist die Schülerin Sarah. Ganovel Rokaiman. Nice. Voltrean wirklich die falsche Wahl an der Stelle. Wobei, ich kann halt Erdbeben einsetzen, dass es nur so quietscht. Level 74, sogar noch höher als eben. Aber ich bin noch der Auffassung, dass die DLCs schon lange, lange fertig sind. Wurden ja schon vor x Monaten gezeigt. Und seitdem keine Veränderungen. Also ich glaube, Game Freak nutzt momentan immerhin die Zeit. Und ja, ich bin gespannt, wie die nächsten Pokémon-Spiele aussehen. Es braucht halt eine komplett neue Engine. Das basiert hier immer noch auf Pokémon XY. Und Pokémon Sonne Mond. Und dass da langsam irgendwie es überall hapert und hakelt. Ja, das sollte ja klar sein an der Stelle, ne? Wurde halt immer nur verändert. Ich habe euch das schon ausführlich erzählt. Ich brauch's mal hier von Grund auf. Das Ganze nicht nur immer abgewandelt werden, sondern neu aufgebaut. Letztendlich war ich die Einzige, die im Schlamm gelandet ist. Gut. Nach dieser Schlammschlacht. Nichts. Ich sag's nicht mehr. Ja, komm. Ist okay. Ja, Bruder. Es liegt nicht an mir. Es liegt nicht am Video. Ich spiele von einer ganz normalen Switch aus. Du kannst hier nicht langlaufen, ohne dass es andauert. Alter, das ist ja. Hat sich jetzt gefangen, ja? War das ein technisch anspruchsvoller Teil? Dann vergiss halt die Open World, Mann. Es ist doch viel wichtiger, dass das Spiel gut läuft, ey. Ich riech mich. Mein Blutdruck. Ja, hier ist die Savanne. Hier ist wenigstens ein bisschen weniger los auf Anhieb. Und dann kann nicht so viel passieren.
Der Unterricht fängt gleich an. Aber ich kämpfe jetzt gegen dich. Sorry, dass ich störe, aber ich habe mich verlaufen und brauche einen Kampf, um mich zu orientieren. Akademieschüler Arnar fordert dich heraus. Nehmen alle diese Handschuhe an, wo irgendwie der Daumen rausguckt. Eiszapfhagel auf Viprava, der wird sich freuen. Donnerblitz auf Krefeldes, gute Nacht. Ist das ein neuer Tag erwacht? Eine gute Sache. Schön. Hast du noch mehr? Dass hier immer Doppelkämpfe gemacht werden, das finde ich nice, ja. Das bringt ein bisschen Abwechslung ins Spiel. Jetzt muss ich mich auch noch für meine schlechte Leistung entschuldigen. Sag sorry, don't worry. It's good to be Kartoffelpurry. Sag mal, wo bin ich eigentlich reingekommen? Wo war denn das Start? Wo war denn das Startgebiet? Gucken wir uns mal auf der Karte an. Aha. 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 Hier. Hier ging's los. Im Canyon scheint ja einiges los zu sein. Ja, safe ist das Savannenareal, dass das... Upsi. Ist das Savannenareal das simpelste. Die anderen sind ein bisschen verwegener, verzwickter. Ich meine... Da. Das hier spielen halt auch Leute, die schon Erfahrung haben und ein bisschen reingesuchtet sind. Bist du dieser Austauschschüler, von dem alle reden? Dürfte ich dich um Kampf bitten? Und immer Kanade. Leider, was ich kritisiert habe an Karmesin Purpur, wird hier nochmal ganz ausgeprägt gezeigt. Ne? Du hast einfach ein bisschen Gras. Da liegen random Items rum und irgendwelche Trainer stehen in der Peri. Großklingenstoß. Gut. Hater würden sagen, so war Pokémon halt schon immer. Aber ihr wisst, dass es nicht ganz so ist. Ne? Also es gibt nochmal ein ganz neues Gefühl hier. Naja, ist eben genauso, wie es einst war. Wird hier nochmal auf die Spitze getrieben, glaube ich. Also, du hast immerhin diese Freiheiten. Jetzt auch dir diese indigo-blaue... Naja, nee, diese Terra-Kuppel irgendwie hier anzugucken. Das kannst du machen. Oder du lässt es halt bleiben. Das ist halt möglich. So ein Chanera tankt einiges weg. Nicht schlecht, Tauros. Oh, wow. Respekt! Setzt ohne Ende Nahkampf ein, aber gut investiert, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Dann suchen wir gleich mal den Heilomaten auf. Das ist quasi das Gerät, das im Pokémon Center rumsteht. Werden wir in Zukunft einfach nur noch selbst unsere Pokébälle auf den Heilomaten legen können und dann nach mir die Sinnflut... Taros setzt die ganze Zeit Nahkampf ein. Ist eigentlich nur Typ normal. Deswegen tut den Kampfattacken selber sehr weh. Taros setzt Stromstoß ein. Du kannst Stromstoß? Mein gutes Taros. Was zur Hölle tust du? Irgendwie bin ich mit den Kameraperspektiven nicht so zufrieden. So, das war Kanade. Kommt vermutlich aus Kanada. Ach, selbst dein Kampfstil ist so exotisch. Warst du, ne? Ich suche gerade eigentlich, wo ich hergekommen bin. Weil da kann ich ja sogar hinfliegen, aber ich möchte trotzdem mich orientieren können. Weil da war doch der Heilomat nicht fern, oder?
Ah ja. Lass uns das ganz kurz zu Gemüte führen, hier die Ecke. Oh, oh nein. Ich liebe das Savannenareal. Das Savannenareal ist das Beste von allen, denn hier gibt es Elezeba. Wenn man das Areal wechselt, ändern sich auch die Pokémon, denen man begegnet. Mach Sachen. Hier kannst du KP wiederherstellen. Mit der Maschine neben mir kannst du die KP deiner Pokémon wiederherstellen. Ja, dann machen wir das. Genau das habe ich gesucht. Und ihr so? Ein Pokémon, wo denn? Guck mal da! Ein Guck mal da! Gut, dann sag was, was diesmal ist los. Hat die wieder so eine Quest? Dann müssen wir die Pokémon wohl fangen. Fuka! Hm? Dich habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Ach, du bist's, Partner. Nein, nicht Partner. Let's Play Markus war dein Name. Oh, Gemma. Die einzig wahre. Lange nicht gesehen, was? Du siehst frisch und munter aus. Es kommt mir wie gestern vor, dass du mir in Kitakami bei den Nachforschungen zu Blutmond geholfen hast. Zur Feier unseres Wiedersehens zeige ich dir eine neue Pose. Gemma hatte die Pose Hand am Kinn beigebracht. Was hätte ich nur getan, ohne dich hätte ich es nie hinbekommen, meine Hand ans Kinn zu legen. Wie geht es dem Fukano, das ich anvertraut habe? Macht es sich... Du hast mir einen Fukano... Achso, nein, dem geht's wunderbar. Ich trainiere und spiele jeden Tag mit ihm. Ich streichle es, bürste es und hoffentlich ist es nicht tot. Nimm es doch hin und wieder auf deine Reise mit. Dann freut es sich. Kano! Du legst sie nieder. Ach, du bist also gerade wegen eines Schüleraustauschs hier. Verstehe. Wie es der Zufall so will, habe ich vor kurzem an dieser hiesigen Akademie einen Job als Fotografin angefangen. Wow. Ganz schön cool, was? Naja, noch bin ich aber in der Probezeit. Anscheinend will die Akademie Schnappschüsse der Kuppel und einiger Schüler zu PR-Zwecken nutzen. Wie wär's mit einem Foto von dir? Ach, wo wir gerade von Fotos sprechen. Ich habe ein paar brandheiße Infos aufgeschnappt. Aber wenn ich dir davon erzähle, düst du bestimmt sofort wieder ab. Machen wir's so. Du fängst richtig viele Pokémon in der Kuppel, damit ich unauffällig Fotos von ihnen schießen kann. Sobald du, sagen wir mal, 200 Pokémon in deinem Blaubeer-Pokédex registriert hast, deutlich genug Material gesammelt haben, dann verrate ich dir meine brandheißen Infos. Ich weiß nicht, ob ich dafür Zeit habe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. 200. Das werden wir ja sehen. Letztes Mal habe ich auch gesagt so, nee, und am Ende habe ich es doch gemacht. Muss man mal schauen. Okay, Leute, im nächsten Part geht's Richtung, im nächsten Part geht's Richtung Küstengebiet. Wir können ja schon mal... Alter, die attackieren mich, das Sichler wollte mich. Wir können schon mal hinstürmen in die Richtung, auf die Grenze quasi. Und dann sehen wir uns im zweiten Part wieder. Und nehmen am Unterricht teil, I guess. Mal sehen, wie die Story in Fahrt kommt. Oh nein, Girafarig. Das ist auch jetzt eine Entwicklung. Ich gab's ja schon, oder nicht? Leute, Leute. Ja, so geht's also los mit Pokémon Karmesin, die indigo-blaue Scheibe. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich weiß nicht, ob wann eine Sequenz startet. Ich mache einfach hier. Oder warte, lass mich hier drauf, ohne dass eine Sequenz startet, bitte. Ja. Und wo genau, das sehen wir dann. Ich gucke einfach mal da und vielleicht... Also hier so auf einer Grenze zu stehen, ist ja auch... Wie wild das auch abgegrenzt ist. Okay, Freunde, macht es gut, haut rein und gebt mir einen Daumen, dann seid ihr kein doofes Schwein. Okay, den nehme ich nicht mit einem. Alles klar, bis dann und ciao!